Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Neue Messe, neue Campervans, neue Wohnmobile und ihr seid natürlich wie immer mit dabei. Also kommt mal mit! Dexter 4-Wheel Drive, ja, das heißt 4x4, 4x4, bedeutet, der ist ein Allrad. Ja, also hat richtig tolle Reifen schon. Ja, und tolle Federung. Hier steht es, Dexter 4x4 DE 560 AW, das heißt 5,60 Meter lang. Auch. Im Grundpreis 59.950 Euro und so wie auf der Messe steht 73.590. Ja, Länge ist 5,98 Meter, genau. Ja, den gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Karma Mobil. Ja, wenn man hier reinkommt, sieht man schon ganz anders, wenn man vom Einstieg her höher. Ja, Dometic-Kühlschrank, wieder von beiden Seiten zu öffnen. Ne? Hier und auch von der Seite. Hier auch gleich wieder kann man die Trittstufe raus und reinfahren. Ja, und hat auch gleich die Lichtschalter. Ja, hat eine relativ kleine Dinette, aber absolut ausreichend. Ne? Also die Sitze sind richtig groß und breit. Aber einen kleinen Tisch, den man auch wieder umklappen kann zum großen Tisch. Also das passt schon. Merkt man schon, die Qualität ist so ein bisschen anders. Hier hat man einfach mal so eine Ablagefläche, Möglichkeiten. Ja, hier oben, gute Stehhöhe, hat man auch noch mal so eine kleinen Fächer, wo man es reintun kann. Ja, ich mag das ja, wenn man so das Kleinzeug da reinpacken kann. Und hier hat man auch noch ein größeres Fach. Und hier oben noch ein Fach, beleuchtet, wo nichts rausfallen kann. Also gut gestaltet. Hier über dem Fahrerbereich, über dem Eingangsbereich hat man auch noch mal Fächer. Ja, hier hat man die Steuerung verbaut. Ja, zwei Flammenkochfelder. Wieder mit einem schönen Spülbecken und wieder einen ganz toll exquisiten Wasserhahn. Also gute Armatur. Ja, hier hat man dann auch wieder Besteckkasten mit Softclos. Ja, und zwei Fächer unten drunter, beziehungsweise hier draußen auch nochmal einen großen Apothekerschrank. Und ein Ablagefach. Ja, offene Gestaltung bedeutet, hier ist auch kein Schrank davor, also man hat freie Sicht. Da wirkt das gleich ein bisschen räumlicher. Hier oben hat man nochmal jeweils zwei Fächer, ein etwas kürzeres, ein längeres. Und auf gegenüberliegender Seite hat man auch nochmal ein Fach. Und man hat tatsächlich auch die Möglichkeit, da oben noch was reinzutun. Also Fächer gibt es viele. Dann hat man hier noch Leselampen. Ja, also je nachdem, welche Farbe man haben möchte, von blau bis hell ist alles dabei. Guter Ablagefächer, da drüben hat man noch ein Fenster, ein schönes. Ja, und durch die Größe hier der Fenster hat man hier tatsächlich einen Vorhang, weil für die Fenster gibt es noch kein Rollo, weil die doch außergewöhnlich groß sind. Auf Ford-Basis ist das hier. Hier hat man noch mal eine Art Kleiderschrank, einen großen Spiegel. Wenn man noch was aufhängen kann. Ja, und hier im Badezimmer. Hier hat man Licht. Hat man ein Heki-Dach. Fenster. Ja, und bei der Dusche hier kann man auch wunderbar zumachen. So trennt man das von der Toilette ab. Einen Moment mal. Ja, und kann wunderbar drin duschen. Ja, dann macht man hier die Jalousie zu, beziehungsweise das Rollo zu und kann drin duschen. Und wenn man auf Toilette gehen möchte, hat man richtig viel Platz. Also schön gestaltet. Dann haben wir auch nochmal ein Fach. Nein, das ist das Waschbecken. Stimmt, das habe ich schon vermisst. Ja, hier ist das Waschbecken verbaut. Also auch wunderbar gemacht. Ja, da kann man auch noch
daneben was reintun, hat noch viele Staumöglichkeiten da oben. Ja, und dann macht man es wieder zu und es ist nicht im Weg. Wunderbar. Ja. Ja, wenn man sich die Garage anguckt, hat man hier wieder Platz für zwei Kisten oder auch zwei Gasflaschen. Genau. Ja, und so sieht die Garage aus. Ja. Also für alle, die Outdoor unterwegs sein möchten, ist das das perfekte Fahrzeug, gerade wenn man so den Radstand betrifft, sieht. Ja, Unterbodenschutz, alles vorhanden. Also da kann man auch richtig Outdoor unterwegs sein. Ja, das war der Dexter 4X4. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Kurztrips bzw. Reisemobile. Ja, und schreibt uns gerne in Kommentare rein, was ihr gerne für ein Reisemobil fahrt oder bzw. habt. Oder wofür ihr euch gerne noch interessiert. Genau, dann können wir beim nächsten Mal vielleicht einfach euers auch mal abfüllen, was euch interessiert. Genau. Bis dann. Macht's gut, bis dann. Ciao.